Leute, ich hab heute mal wieder Lust, hätte ich beinahe gesagt. Heute ist mal wieder dran, ein kleines Tutorial zu machen, beziehungsweise zu zeigen, was ich so gemacht habe. Man sieht ja hier schon ein bisschen Rechner eingerichtet und ich habe hier unten dann ein kleines Deep Storage Filtersystem gemacht, wo dann. Moment, warum ist das da drin? Da war mal irgendwas anderes drin auf jeden Fall. Oh, da muss ich kurz mal was zwischenstopfen. Sie mich verarschen? Machen wir das so lange so. Ja, da sind dann so alle möglichen Dinge drin, wie Kohle und was halt dann auf Dauer ewig hier reinkommt und vor allen Dingen Steine. Ja. Dann habe ich hier ein kleines Sendesystem. Tesseract-mäßig. Da gehen dann schon die Sachen direkt ins System rein. Da habe ich dann Festplatten für gemacht. Ja, das ist halt so, sind halt so Sachen, die wirklich viel da sind, sag ich mal. Gut. Das sind so die kleinen Sachen. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Ich habe hier hinten die Destillationsmaschine weggenommen. Denn ich habe ein neues Haus gebaut. Man sieht auf der Map schon, da dieses riesige Viereck. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich habe übrigens hier so eine Portal Gun. Gun. Man kann das ja nicht von außen sehen. So. Also im Endeffekt ist das schwarze Blöcke, zwei weiße, schwarze und dann diese Streifen hier an der Seite, die hier so runtergehen. Da habe ich noch was mit vor, das zeige ich euch dann auch gleich. Und im Endeffekt ist das dann so ein, naja, so ein komisches viereckiges Ding. Es ist 40x40, denn unten drunter kommt der Reaktor, den ich bauen will. Das zeige ich euch jetzt direkt mal. Flupp. So, also der Reaktor. Hier unten ist. Das wird wieder nicht angezeigt, wie immer. Ist ja nutzlos, das zu speichern. Ein Turbinenhousing. Hier werde ich einen Turbinenreaktor reinhauen. Der wird ungefähr 24.000 RF erzeugen und das dann mal 4. Und dann halt mit jeglichen Energiebrücken, die es so gibt, dann einfach ausstatten. Joa. Ich habe halt hier auch schon Railgun eingebaut und ein paar Kleinigkeiten und also ein Crap, aber das ist erstmal nicht wichtig, denn ich habe hier hinten was vorbereitet. Hier will ich nämlich mein ganzes Swarmcraft draufstellen. Das ist die ganze Swarmcraft-Ebene hier, das Gebäude. Ich werde das dann, glaube ich, so machen, dass ich immer wieder von außen. Jetzt bin ich raus. Ich glaube, ich werde immer so Zwischenräume lassen. Ich bin noch nicht sicher, wie groß. Ich werde dann einfach immer wieder einen Raum setzen, sodass die Räume in der Luft schweben im Prinzip. Oh, das wieder aufstellen. Da weiß ich ja gar nicht mehr, wie das war. Gut, dann haben wir schon mal die Sachen weg. Dann gehen wir mal rein, stellen das Ding direkt wieder auf. Also, ich habe mir berechnet, dass man zwei Platz hat zum Laufen. Hab natürlich alles weggepackt, wäre auch sinnlos gewesen. Dann haben wir mal so lange hier so Quarzblock. Ich habe euch am letzten Video gezeigt, dass ich Tendrils als dass ich Nether Quarz Tendrils habe und die machen sich ja mit den Swarmcraft Items ziemlich gut. Kann man einfach mit Umwandler umwandeln. Das ist richtig genial. Also, ja. Macht sich wirklich sehr, sehr gut. Gut. Dann lass mich mal kurz gucken hier. Ich brauche diese Dinger. Wenn dann so. Dann habe ich einen direkt hier zwischen. Einen direkt hier zwischen und einen direkt hier zwischen. Sollte doch so hinkommen, ne? Ist alles schön schief. Wunderbar. 1, 2, 3 frei. 1, 2, 3, 4 frei. Alles klar, her damit. 1, 2, 3, 4 frei. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ja, haut doch irgendwas nicht hin. Man, was ist denn das für ein Shit? Das muss doch ungerade sein. Ich habe 10 ausgerechnet. 10 und 10. Dann müssten doch zwei Diagonale dazukommen. Irgendwie so war das doch.
Stimmt nicht, scheiße, jetzt habe ich das so hässlich versaut. Oder so vielleicht? Oh, du gehst mir auf den Sack, Kanone. Kanone, du gehst mir auf den Sack. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen rumprobieren, ja, ich habe echt gefailt irgendwie. Wegnehmen kann man immer noch. Machen wir das anders. Das machen wir jetzt anders. Moment. Gehen wir mal davon aus. Wir haben diese Dinger hier. Guck mal hier, ihr Kollegen. Oh, ich mache das hier immer behinderter. So. 1, 2, 3 frei. So. 1, 2, 3 frei. Zack. Den kann man doch. So. Ich glaube, so war das. Dann kommt diagonal. Nochmal diagonal und dann kommt das schon so, oder nicht? Dann kommt das schon wieder hier so diagonal, diagonal und schon wieder so, oder nicht? Und dann kommt doch hier so und so, oder nicht? Und dann haben wir es doch. Gut. Lass mich überlegen. Genau in die Mitte. Welcher von denen ist jetzt oben, welcher ist unten? Ich glaube, der Run, der hier kommt nach unten. So, so. Und dann so, bin ich der Meinung. Dann brauchen wir noch unsere Runic Matrix, die dann so. Nicht? Wie viel haben wir? Haben nicht genug. Wir brauchen, glaube ich, 50 Wies von jedem. Da kommen wir gleich zu dem nächsten Ding. So, das ist bemessen. Das heißt, das kann erstmal bleiben. Dann mache ich jetzt hier erstmal Licht zwischen. Direkt in die Ecken rein. Das dürfte ja keinen stören. Jo. Dann machen wir die Ladestation. Ich hatte vor, eine Ladestation zu bauen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde jetzt einfach mal das Node hier aufstellen. Einfach mal so. Und ich brauche jetzt eben hier die 30 Punkte. Reicht nicht, wunderbar. Dann gehe ich nochmal kurz rüber und hole den Rest und dann werde ich mal eben. Schlups, dann werde ich mal eben. Irgendwas wollte ich. Ja, ich werde die Runik, die Matrix aktivieren. Guck mal, wie ich sie aussauge. Ah, also reicht. Hey, schön viel Platz hier. Schön viel Platz hier. Ups. Ach, das stimmt schon wieder irgendwie nicht. Ich krieg die Krise. Einmal aufbauen und nie wieder wegnehmen, ist das Beste. Da, was fällt das jetzt? Basic wird es nicht sein. Thaumaturgy wird es auch nicht sein. Alchemie nicht, aber hier Artefaktgeschichten. Infusion. Nope. Yep, haben wir. Oder müssen die. Ne, müssen sie nicht. Ich glaube, die muss ich draufstellen, ja. War doch, glaube ich, so Cheater-mäßig bei dem Teil. Ja, genau, da war doch hier irgendwie mit diesem und dann. Und dann ging das. Oder auch nicht. Na, oh, das ist jetzt so nervig, dass ich diesen Mist jetzt hier nachgucken muss, die ganze Zeit. Vielleicht sind drin die vier? 25 von jedem. Hab ich doch. Aha. Aber wie es hier schon wieder nicht stimmt. Ich will auch den Start nicht. Ey, das ist so abartig.
der noch was? Er ist ja auch schon ziemlich im Eimer hier. Mach erstmal hoch hier ein Aufladeteil. Und so, dann hat er jetzt alles außer Perdition nicht. Schwusch, schwusch. Psst. So, jetzt hat er hier noch. Warum funktionierst du, verdammte Scheißding, nicht? Verdammte Scheißding! Scheißding! Gut, machen wir ein andermal. Aber ich werde auf jeden Fall hier noch ein bisschen die Base ausbauen jetzt und dann mache ich gleich wieder. Geht die Aufnahme weiter, bis gleich. So, da werden wir wieder. Ich habe jetzt nicht so viel getan eigentlich. Aber es musste jetzt nicht on camera sein, sag ich mal. Ich habe jetzt bloß hier meinen ganzen Krempel rübergeholt und mal hier eben so ein Primal Charm gebaut. Sobald die Stäbe wieder aufgeladen sind, werde ich wieder weitermachen und baue mir dann diesen Death Core. Da muss ich natürlich die ganzen Dinger hier noch bauen. Aber wenn ich den erstmal habe, dann ist schon schön. Dann kann ich 250 Wissen mit mir rumschleppen und das ist eine Menge. Und meine Destillieranlage steht auch schon. Ich könnte ja eigentlich mal das Ding in Gang schmeißen hier. Oh, lass mich kurz überlegen. Ich benötige... Da, Kohle, mein Gott. Kohle, dann haben wir... Bautasche, komm her hier. Wir haben bloß Quarzblöcke dabei, hä? Jetzt muss ich erstmal wieder schauen hier. Weil ich ja nichts gescannt habe seitdem. Terra. Ja, dann hauen wir halt ein paar Dreckblöcke rein hier, was soll. Weg mit dir. Es fließt dann schön in die jeweiligen Dinger ein hier. Jo, dann was wir den mal machen, dann suche ich jetzt in der Zeit einfach noch einen Wisp. Denn um Saal des Mundes zu machen, benutze ich am liebsten die Essenzen, die die Risps droppen. Hab aber das Problem, dass ich die nicht so viel habe. Und wenn ich erstmal welche habe, dann kann ich ja wieder in meine Klonmaschine stecken und, naja, der übliche halt. Aber scheint gerade keiner hier dagegen zu sein. Die fliegen ja hauptsächlich hier rum. Na gut, ist auch egal. Machen wir jetzt mal was schnell noch was anderes. Und zwar, wir holen jetzt erstmal auf hier die Luke. Wir holen jetzt ein Stack Glas. Und holen uns ein einmal destabilisiertes rotes Zeug. Destabilisiertes dummes Zeug. So. Passt ja. Dummes Zeug können wir ja labern. Dann habe ich hier nämlich schon vorbereitet. Ich wollte hier das wieder einreißen. Und dann hier Flüssigkeiten runterlaufen lassen. So, das ist fast korrekt. Machen wir ein hoch. Gleich mal schauen, wie das aussieht, wenn wir angekommen sind. Aus. Und hier. Nein, gefailt. Ach, leck mich. Schnell so. Ja, es ging schnell. Dann schauen wir mal, dann würde ich das ja theoretisch hier so hingulpen. Erstmal, ich kann ja noch viel mehr davon machen, dann halt, wenn dann so. Dann läuft das da runter. Das sieht natürlich jetzt irgendwie kacke aus. Andere Seite. Bricht das eigentlich zusammen? Nee, das bricht nicht zusammen. Das kann ja also so halten. Dann würde man das vom Weiten so sehen. Dann läuft das da halt von ganz oben runter. Das ist der Plan. Natürlich dann, wenn alles da, dieses ganze Zeug schwarz ist und so weiter, dann lohnt sich das ja auch erst wieder.
Halt, wenn ich jetzt hier einfach anfange, das wieder hoch zu klonen, hätte ich beinahe gesagt. Sieht das auch wieder nach was aus. Denn ich habe vor, das Ding relativ hoch zu bauen. Also, es wird schon sehr, sehr groß und dann lohnt sich die Breite von dem ganzen Ding auch. Da kann ich ja theoretisch noch ein bisschen machen. Jetzt hier eigentlich noch die Wände so ein bisschen bearbeiten mit dem meinem Zauberstab. Komplizierten Weg nach oben gehen hier. So. Schauen wir doch mal, ob das so passiert, wie ich mir das vorstelle. Ja, wunderbar. Das lasse ich jetzt erstmal aus und dann mache ich hier das Mittelstück. Den Rest passe ich dann einfach an. Ich werde dann bloß die Flüssigkeit jedes Mal nach oben setzen, wenn ich was ändere. Das war dann schon alles eigentlich. Oh, Essential Tubes. Ups, egal. So. Das hat doch was. Boah, fast geschafft. Fehlt noch ein bisschen hier Armor-Upgrades. Wenn man dann da so davor steht, man, das Ding kommt ja auch dann damit rein. Da werde ich auch eine extra Ebene machen, nur für Monster-Spawning und so. Da werde ich einen großen Tank in die Mitte stellen und dann gibt es hier mega, mega, mega Zeugs. Ja, ich finde das eigentlich ziemlich cool. Gut, ich würde sagen, das war jetzt ein kleines Update, obwohl ich viel gemacht habe. Ich habe ja auch viel gefarmt und im Prinzip läuft ja hier der lustige Laser, der hier unten steht, auch mit die ganze Zeit. Und naja, da produziert aber jetzt nicht so viel, finde ich. Da müsste ich vielleicht nochmal Strom, die Energiemenge erhöhen oder eben noch mehr von diesen Dingern bauen, was jetzt auch noch demnächst dazu kommt. Das soll er dann unter dem Reaktor drunter. Irgendwann. Jo, dann würde ich sagen, das war's eigentlich für heute. Wie gesagt, kleines Update, hab nicht viel gemacht und da kommt noch so einiges auf mich zu oder auf uns. Denn es gibt ja noch viele, viele andere Sachen, die man machen kann, hier Rotarycraft etc. Aber ich sag mal, bis dahin ist erstmal, sag ich einfach auf Wiedersehen. Bye bye.